Willkommen zu einer neuen Snapshot-Vorstellung. Endlich mal wieder ein Video hier. Ich habe es tatsächlich mal wieder geschafft. Und was käme da besser? Also ein Snapshot, den ich gerade erst gefunden habe und den letzte Woche natürlich auch noch, weil den habe ich irgendwie auch verpennt. Das heißt, das ist so eine Mischung aus 19W05A und 06A, weil letzte Woche habe ich den irgendwie komplett verpennt und dann ja irgendwie so keine Zeit für Videos gehabt, dann hier und da und überall. Egal. Und zwar gibt es was Neues. Neue Mobs, beziehungsweise, naja, nicht neue Mobs, aber es gibt hier zwei neue Spawn-Eier. Für eine Art von Mobs. Das allerdings ist gleich. Denn unter anderem wurden auch die Komposter geändert. Die sind jetzt, glaube ich, so, dass die immer irgendwie denselben Füllstand haben oder dass das in einem bestimmten Schema abläuft. Genau, changed how often you will fill a layer. Ja, in the Komposter. Das heißt, das ist dann, glaube ich, immer dasselbe oder ist es immer random? Das kann auch sein. Ich habe das nicht mitgeteilt, aber ich würde sagen, es ist immer random. Mal gucken, was es ist. Das ist ja erstmal interessant, aber. Was es neu gibt, den, ja, Wandering oder, ja doch, Wandering Trader, beziehungsweise auf Deutsch den fahrenden Händler, das ist so ein Kollege, der hier durch die Gegend fährt und dann, ja, Sachen verkauft. Und was ich auch gerade noch lese, was davor noch reingehauen werden könnte, Information, die Lantern hat einen Sound bekommen. Ja, hört sich an wie so ein dumpfes Hinstellen, ne? Hätte ich jetzt gesagt, so ein ganz dumpfes, so... Irgendwo hinhängen, ne? So eine Blechlaterne halt, ne? Perfekt auf jeden Fall. Jetzt zum fahrenden Händler. Das ist so ein Type, der da mit seinen Palamas irgendwo spawnt. Ich weiß jetzt nur gerade nicht auswendig, ob man das auch locate Fortress Mineshaft, Ocean Ruin, Pledger Outpost, Chipwreck, Stronghold, Swarm Part. Okay, also man kann ihn schon mal nicht finden. Das heißt, es ist keine Struktur in dem Sinne. Das ist einfach so ein random Ereignis, was irgendwo spawnt. Ihr könnt versuchen, was jetzt irgendwie reproduzieren können. Ich habe auf dem Bild gesehen, dass das dann einfach so ein kleiner Marktstand ist mit halt ein paar Lamas und diesem fahrenden Händler, der dann diverse lustige ja, Angebote anbietet. Hier haben wir auch mal ein anderes Dorf, was auch ziemlich interessant aussieht. Ich habe die anderen noch gar nicht gesehen, so die ganzen verschiedenen Dorftypen in verschiedenen Biomarten. Das sieht so ein bisschen aus, als hätte man das in den Berg reingekloppt, aber gut, was willst du machen, ne? Ich muss sagen, die neuen Häuser sehen schick aus. Die haben teilweise richtig nice Sachen. So, das geht in die richtige Richtung hier. Das müsste mal ein bisschen schneller gehen, weil ich habe das Gefühl, weiß ich nicht. Das ist jetzt halt so eine richtige Richtung aufgenommen, das Entwickeln, aber da passiert das gerade nicht so viel. Das ist ein bisschen, also da muss mehr kommen auf jeden Fall. Und da ich jetzt hier nichts finde, was irgendwie nach einem fahrenden Händler aussieht und ich jetzt aber auch nicht wüsste, wie ich das auf die Schnelle reproduzieren könnte, weil das halt irgendwie so ein, wirklich einfach nur irgendwo spawnt, random, das glaube ich da keine Struktur in dem Sinne ist. Machen wir es hier mit. Und ja, gehen zu unserem kleinen Dorf zurück. Und diese Rauchzeichen sieht man ja wirklich ziemlich weit weg auch schon. Finde ich cool. Und genau, dann stellen wir die jetzt mal hier hin. Wie gesagt, der fahrende Händler ist der Kollege hier. Der spawnt dann mit seinen vier Kollegen vor so einem komischen Stand. Hier muss ein ganz cooles Aussehen auf jeden Fall. Das kann man auch ausziehen, weil die dann getamed haben. Aber erstmal der Typ hier, der hat einfach so random, ja... Verkaufsangebote. Eins Markt für blauen Farbstoff, eins Markt für eine Nautilus-Schale, für ein Seerosenblatt, ein Birkensetzling, hellgrün Farbstoff, Parkeis. Da hat einfach so komplett durch die Reihe alle möglichen Angebote auf Lager. Also da kann man alles kaufen. Ob man es braucht oder nicht. Wo sitzt Spark? Bin ich jetzt schon so blind und weiß nicht, wo die Smarke zu finden sind? Hallo? Ist doch Diamant, Gold. Unter was fällt denn bitte ein Smaragd? In welche Kategorie muss ich da jetzt gucken? Bin ich jetzt dumm? Der muss doch hier irgendwo dabei sein, oder nicht? Hallo? Das ist doch kein Smaragd. Da ist er. Genau. Genau, so, dann kann man jetzt hier einfach mal... Machen wir hier so ein bisschen Trading. Kaufen dem Kollegen einfach mal alles mögliche einfach mal ab, dass wir dann mal so sehen, was er noch rausspuckt gleich. Müsste doch gleich aus so einem Effekt kommen. Oder war jetzt schon da der Effekt? So, was haben wir jetzt noch angeboten? Okay. Scheinbar werden wir uns nicht mehr verkaufen. Schade. Aha. Okay, also er hat auch nur ein begrenztes Angebot. Ich dachte, er hat jetzt noch mehr Angebote, die dann freigeschaltet werden. Aber das ist, glaube ich, auch gar nicht mehr so. Gut. Und noch eine lustige Sache, die der Kollege auch mit sich bringt. Jetzt aber, glaube ich, im neuen Snapshot. Also der kam schon im Snapshot letzte Woche. Aber jetzt im neuen, glaube ich, war sogar was drin, was auch ziemlich lustig ist. Und zwar, wenn wir jetzt mal Time... Set auf Night machen, schlürft der Kollege einen Trank und ist unsichtbar. Ich meine, er ist noch da, ne?
man kann auch einen Prickel ahnen, aber er macht sich unsichtbar. Wenn man dann wiederum die Zeit auf, genau, am besten auch ausführen, was man möchte, ne? Auf Day stellt, trinkt er sich einen Milcheimer und dann ist er wieder da. Also das ist ziemlich lustig tatsächlich. Wofür das Ganze gut ist, weiß ich nicht. Ich habe Amius schon gesehen, ja, dass das zwar ihn unsichtbar macht, aber dass ihn das nicht vor Mobs schützt, wie man jetzt denken könnte. Und, gute Frage, was das so bringen soll, aber, Fun Fact am Rande auf jeden Fall. Und ja, ich finde, die ganzen neuen Sachen sehen cool aus. Also, sie müssten noch mehr Funktionen haben. Also, es müssten noch Sachen hier reinkommen, weil ich meine, bisher ist nichts Neues an sich. Das Einzige, was wirklich bisher ganz neu ist, ist das Ding, die Büsche und das Lagerfeuer. Der ganze Rest, der hier steht, gut, das Ding vielleicht auch noch, aber die ganzen anderen Sachen, die machen ja nichts Neues per se. Das sind ja alles nur Sachen, die bisherige Features nur auf einen anderen Weg vereinen. Weil ich meine, die Öfen, die können nichts Besonderes, außer das Essen schneller schmelzen. Nee, das Metall schmelzen und das Essen braten. Das ist so, da muss noch mehr kommen. Jo, bisschen viel Gras hier. Kann man vielleicht auch reintun? Nee, okay. Nichtsdestotrotz, das wäre es so gewesen vom kleinen Update. Und ich bin auch wieder da. Yippie. Yay. Und ja, dann erstmal euch noch einen schönen Tag. Haut rein und bis dahin. Ciao.